Guten Morgen! Heute möchte ich Euch etwas zur Lagerung von Obst und Gemüse erzählen. Wie wir ja alle wissen, sind Obst und Gemüse ja, der wichtigste Beitrag zur Ernährung. Allerdings können wir dessen Qualität nicht nur beim Kauf, sondern auch bei der Lagerung beeinflussen. Von daher lasst uns anfangen. Die Lagerungsfähigkeit und auch die Lagerungsdauer von Obst und Gemüse hängt in erster Linie von der Gemüse- bzw. Obstsorte, vom Erntezeitpunkt und eben den Lagerbedingungen ab. Bei der Lagerung ist darauf zu achten, dass Obst- und Gemüsesorten, die Ethylen produzieren, sozusagen die Reife anderer Obst- und Gemüsesorten vorantreibt. Das kann gewollt, aber das kann auch nicht gewollt sein. Die bekanntesten Ethylenfreisetzer sind, die ihr euch merken solltet, Äpfel, reife Bananen, Avocados und reife Tomaten. Entsprechend würde von diesen Obst- und Gemüsesorten die Haltbarkeit anderer Lebensmittel verringert werden, wie vor allem von Blumenkohl, Gurken oder Orangen. Und da diese Lebensmittel auch nicht nachreifen, die gerade genannten, ist diese auch eigentlich immer nicht erwünscht, weil es eben lediglich die Haltbarkeit reduziert. Generell hilft es sich daher auch mal darüber klar zu werden, welches Obst und welches Gemüse nachreift und welches nicht. Weil nur die Lebensmittel, die nachreifen, die könnten von einem Kontakt mit austretenden Ethylen profitieren. Und Lebensmittel, die nicht nachreifen, sollte man eigentlich nie mit potenziell Ethylen produzierenden Lebensmitteln zusammenlagern. Nachreifendes Obst und Gemüse wird auch als klimakterisches, also nicht klimaterisch, sondern klimak mit dem K dazwischen, klimakterisches Obst und Gemüse bezeichnet. Dazu zählen Äpfel, Bananen, Heidelbeeren, Kiwis, Pfirsiche, Tomaten, Melonen, Mangos, Pflaumen, Feigen, Avocados natürlich. Das bedeutet, dass man die unreif kaufen kann und diese ihr Aroma verbessern und werden immer in Bezug auf das allgemein anerkannte sensorische Niveau immer besser. Nicht klimakterisches Obst und Gemüsesorten werden da Ananas, Brombeeren, Erdbeeren, Kirschen, Orangen, Trauben, Zitronen, Paprika, Gurken und Auberginen. Dieses eigentlich niemals mit Ethylen produzierenden Obst und Gemüse zusammenlagern und diese werden, wenn beim Kauf nicht reif gewesen, auch niemals nachreifen. Daher gerade beim Kauf dieser Produkte, der nicht klimakterischen Produkte, unbedingt darauf achten, dass diese verzehrreif sind. Generell beim Kauf sollte man grundsätzlich darauf achten, dass Obst und Gemüse frisch erscheint und physikalisch unbeschädigt ist, da Beschädigung immer Angriffsfläche für Keime oder für Oxidation bieten. Generell sollte man Obst und Gemüse dunkel und kühl lagern, also idealerweise im Kühlschrank. Aber auch da gibt es Ausnahmen, nämlich kälteempfindliches Obst und Gemüse. Die da wären zum Beispiel Aubergine, Gurke, Paprika, Tomaten, Ananas, Bananen, Mango, Melone. Und ich bin mir sicher, viele von Euch werden insbesondere Tomate und Gurke im Kühlschrank aufbewahren. Die Haltbarkeit leidet aber darunter und wenn ihr wie ich gerne kalte Gurke und kalte Tomate esst im Salat und nicht so eine warme Pampe haben wollt, dann müsst ihr das so machen wie ich seit neuestem, einfach 12 Stunden vor dem Verzehr die Gurken und die Tomaten in den Kühlschrank legen. Nun mal einzeln zum Gemüse und Obst. Erst zum Gemüse. Blattgemüsearten sind in der Regel immer nur kurz lagerfähig, wie jetzt zum Beispiel Kopfsalat oder Spinat. Diese am besten ein feuchtes Baumwolltuch einwickeln und das dann halt kühl lagern. Damit verlängert sich eben die Haltbarkeit noch ein Stück. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, wie zum Beispiel die Kohlarten, Kohlrüben und Zwiebeln. Also die halten sich natürlich viel länger. Es gibt für jedes Gemüse eigentlich eine optimale Lagertemperatur, aber das würde Euch jetzt nichts bringen und praktisch nicht umzusetzen sein, wenn ich Euch jetzt jede einzelne Temperatur für jedes einzelne Gemüse nenne. Das geht dann hier rein und dort raus. Da eine Faustregel. Optimale Lagertemperatur für Gemüse ist pauschal minus 1 bis 4 Grad. Das heißt, wenn ihr euren Kühlschrank einstellen könnt und auf Gemüse optimieren wollt oder wie ich die einzelnen Bereiche im Kühlschrank einzeln ansteuern könnt, dann merkt Euch diese Zahl, minus 1 bis 4 Grad. Auch die relative Luftfeuchtigkeit spielt eine große Rolle in der Lagerung. Dies ist allerdings nur sehr schwer einzustellen, zumindest im Kühlschrank. Und ob man jetzt die angestrebten 90%
in der Wohnung generieren möchte, nur etwas, nur damit Tomate und Gurke etwas haltbarer werden. Das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ansonsten kommt es bei der Lagerung natürlich zur Respiration und Transpiration und damit zu Gewichtsverlusten. Also man könnte auch einfach sagen, dass das Gemüse atmet und dabei werden Kohlenhydrate zu CO2 und also H2O abgebaut. Dadurch reduziert sich das Gewicht um ca. 2-10%. Eine Möglichkeit diese Stoffwechselvorgänge, weil nichts anderes ist das, zu verlangsamen, wäre eine Reduzierung oder idealerweise eine partielle Substitution des Sauerstoffs in der Luft durch CO2. Eine Möglichkeit, die praktikabel ist, wäre, dass man ein luftdichtes Gefäß oder eine Tüte hat, das Gemüse reintut, dann dies zum Beispiel an den Mund hält und daraus so lange den Sauerstoff atmet, bis man selber kurz vorm Umklappen ist, dass da nur CO2 noch drin ist und dann hat man den Sauerstoff in der Tüte in CO2 umgewandelt und macht die Tüte ganz schnell zu und legt sie in den Kühlschrank. Also soll keiner sagen, wir tun nicht das Maximum dafür, um das Maximum aus unserer Nahrung rauszuholen. Also theoretisch wäre das möglich. Kommen wir zum Obst. Die Lagertemperatur im Mittel bei nicht tropischen Obst liegt zwischen minus 2 und 4 Grad. Sodass man dieses Obst im Endeffekt zusammen immer mit dem Blick auf Ethylen mit dem Gemüse aufbewahren kann. Tropisches Obst sollte zwischen 10 und 15 Grad gelagert werden. Die Luftfeuchtigkeit ist auch analog zum Gemüse. Die Lagerdauer schwankt zwischen den einzelnen Obstsorten allerdings sehr stark. Das geht bei den Kirschen los, die teilweise nur 2, 3, 4, 5 Tage vielleicht gelagert werden können und endet dann bei Äpfeln, die fast ein ganzes Jahr durchgebracht werden könnten. Auch der Gewichtsverlust von 2-10% ist analog zum Gemüse. Ja, so da habe ich noch passend zum Thema Obst und Gemüse ein Video gefunden, das ich vor 3 Wochen mal gedreht habe, ich glaube, ich euch noch nicht gezeigt habe. Und zwar, wie ich meine Mallorca-Orangen wieder bestellt habe. Erstmalig. Mittlerweile habe ich schon die dritte Lieferung, aber ich habe es aufgenommen und wer es noch nicht gesehen hat, es gibt auch ein paar neue Abonnenten, dem möchte ich das zeigen. Ab geht's. So, heute wieder Mallorca-Orangen. Dieses Jahr auch wieder und ja, das erste Paket und ich dachte, ich öffne das erste Paket mal mit euch gemeinsam. Und als erstes möchte ich es wiegen, also bestellst immer 10 Kilo. Die Pappe, die wiegt ungefähr so 200 Gramm und die muss ich dann immer abziehen. Und ich will mit euch das mal wiegen, weil letztes Jahr war es so und ich habe noch nicht gewogen, also ich habe die Waage jetzt bloß hergestellt. Letztes Jahr war es so, dass immer ein bisschen mehr drin war, weil doch die ein oder andere, weil das frische Ware ist, das heißt, die ist nicht gespritzt, also in dem Sinne, dass sie irgendwie behandelt wurde oder irgendwas, die ist natürlich vom Baum in optimaler Reife und deswegen ist auch immer wieder die ein oder andere Verschimmelte mit dabei. Das werden wir dann sehen, wenn wir es aufmachen. Aber erstmal wollen wir sehen, ob das auch wieder über 10 Kilo sind oder zumindest mindestens 10 Kilo. Oh, Waage ausgegangen. So. Na. Da ist ja was drauf. Gucken wir mal. 11,3 Kilo. Das heißt, wenn wir jetzt mal 200 oder 300 Gramm abziehen, ist auch wieder, du hast 10 Kilo bestellt und 11 Kilo geliefert bekommen. Wie gesagt, ich kann es echt nur empfehlen, Mallorca Orangen, das war letztes Jahr schon der Hammer und geschmacklich sowieso überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ihr hier zu kaufen bekommt. Die sind in optimaler Reife quasi geerntet. Und jetzt schauen wir mal, wie viel Schwund dabei ist. Also normalerweise waren immer so 4-5 Verschimmelte dabei und dann kommst du auch auf die 10 Kilo. Manchmal war es aber auch so, dass weniger waren. Wir werden das sehen. Zumindest sticht erstmal nichts ins Auge. Boah, der Geruch schon wieder, unglaublich. Das kennt schon mal, ne? Gut, gucken wir mal. Also diesmal, oh, das sind halt natürliche Orangen. Da ist manchmal so ein Kavenzmann dabei und dann halt auch so eine kleine. Aber wie ich erkenne, ist hier überhaupt keine mit Schimmel dabei. Das war hin und wieder mal der Fall, aber eigentlich gängig. Also ihr bekommt hier 11 Kilo bei der Sendung jetzt, aber es ist halt immer unterschiedlich. Und ich sage euch, die sind unbehandelt. Die schmecken einfach wie richtige Orangen schmecken müssen. Es ist echt Wahnsinn. Es ist keine Verschimmelte dabei. Auch keine Weiche. Die ist ein bisschen. Die werde ich dann als erstes aufbrauchen. Genauso sortiere ich die dann auch. Wenn die dann kommen, nehme ich die Orangen, die schon ein bisschen weich sind, als erstes und dann die, die nicht weich sind. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, Mallorca Orangen. Die Adresse habe ich euch unten verlinkt. Es ist richtig einfach nur mega geil. Und die sind halt echt, guckt mal hier an, die sind frisch vom Baum geerntet und entsprechend, die sind halt auch noch dreckig und so weiter. Halt wie richtig frische Orangen vom Baum. Ich finde es einfach noch geil.
und stellt euch eure Lebensmittel so zusammen, dass ihr nicht so viel esst und so ganz tolles und so weiter. Die, wo ihr wirklich weiß, das ist guter Shit, das bestellt euch und kauft euch und konzentriert euch auf die Lebensmittel. Und dann wird das Leben auch geiler. Also von daher meine Empfehlung, Mallorca-Orangen unbedingt zuschlagen. So, ich hoffe, ihr habt wieder viel mitgenommen und dass dieses Video euch wieder einmal euer Leben bereichert hat. Auf welcher Ebene auch immer. Dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden und dann möchte ich weiter an eurer Seite durchs Leben gehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.